Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Lotus-Folge. Ja, heute dürfen wir mal wieder eine neue Strecke anschauen. Und zwar handelt es sich dabei um die Karte Fictaminga. Das Ganze wird von Dr. Black Error Ganze erstellt und wurde jetzt so vor einigen Tagen veröffentlicht. Ihr könnt das Ganze natürlich im Steam Workshop runterladen. Wir wollen uns die Karte heute direkt mal anschauen und haben dementsprechend alles runtergeladen, was es von Fictaminga gibt. Es gibt einmal natürlich die Strecke, es gibt die FIS-Datei und natürlich es gibt das passende Repaint, wie wir hier schon mal sehen können. Die Kartenname Fictaminga oder der Kartenname Fictaminga, ja, ist sehr interessant. Also wenn man es sich so anhört, denkt man ja auch so, okay, interessant. Aber tatsächlich ist da ein tiefer Hintergedanke, denn die Karte oder der Name Ficta, der ist lateinisch und heißt auf Deutsch fiktiv. Und Minga, sagen irgendwie die Bayern, steht halt dementsprechend, ja, also Minga steht bayerisch irgendwie was mit München oder sowas. Und deswegen fiktives München. Und deswegen auch dementsprechend das passende Repaint dazu. Wollen wir uns heute, wie gesagt, mal anschauen. Ich bin schon mal so ein bisschen abgefahren und muss sagen, es ist mal, hebt sich ein bisschen ab von den anderen Karten, denn hier sind nicht nur Häusersblinds nach Häusersblinds platziert, sondern wir haben hier auch direkt mal, ja, so ein bisschen Häuserabwechslung und einiges. Auf jeden Fall muss ich sagen, bin ich doch ein bisschen überrascht, dass hier mal wieder was Neues erscheint. Hier im Steam Workshop, denn es war jetzt in den letzten Monaten, kann man jetzt eigentlich schon sagen, doch ziemlich ruhig. Von daher freue ich mich, dass ich wieder eine neue Folge hier vorstellen darf mit Lotus. Und dementsprechend machen wir jetzt noch schnell ein Bildchen hier. So, das ist mal ein bisschen Abwechslung, mal nicht immer von vorne. Würde ich sagen, springen wir mal rein. Ich habe hier alles eingestellt soweit. Wir können vorziehen. Und ja, lassen uns mal dementsprechend so ein bisschen überraschen, was auf uns hier so wartet. Also, Schwabing Nord ist Einstieg. Wenn Nürnberg, dann Lotus. What? Was ist das für eine Werbung? Habe ich auch gar nicht gesehen. So, warte mal. Oh, wo bin ich jetzt gelandet? Jetzt bin ich hier irgendwie aus der Karte raus. Alles klar. Hallo, ich will doch nur die Werbung sehen. Wir bauen Nürnberg nach. Wer baut Nürnberg nach? Oh. Nürnberg Südost, Bewerbung Lotus Forum per PN an den User Variobahn und suchen noch Unterstützung bei Objektbau, Texturdesign, Mapbau. Wenn eine Metropole wie Nürnberg realistisch nachgebaut werden soll, dann ist das mit dem Lotus Simulator gut zu lösen. Ah, ja, coole Sache. So, haben wir auch nochmal ein bisschen Werbung gemacht, ja, also wisst ihr Bescheid, könnt ihr euch gerne mal melden. So, los geht's. So. Spiegel natürlich funktioniert ja alles, Performance ist gut. Bin jetzt hier gerade mal so ein bisschen durchgerauscht, denn es gibt halt nur einen Einstiegspunkt direkt am Betriebshof, der noch nicht fertig ist. Da werden wir noch dran vorbeifahren. Aber sonst, zur Wendeschleife müsst ihr erstmal hinfahren. Deswegen habe ich das Ganze schon gemacht. Deswegen müssen wir jetzt auch nicht groß vorbereiten. Die Straße hier ist schon relativ breit. Also, ja, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, ob die jetzt so geplant ist. Ich meine, klar, es ist eine fiktive Karte. Von daher passt das schon. Schellingstraße. Ja, wundervoll. Sogar mit Ansagen drin. Finde ich geil. Dafür gibt es gleich mal wieder einen Pluspunkt. So, hier haben wir einen Friedhof, hier scheinbar auf der linken Seite. Der ist aber noch nicht ganz da. Ich bin auch der Meinung, ich habe eigentlich alles installiert, aber es sind immer noch ein paar Lücken. Mal gucken, vielleicht kann der Dr. Black Error da mal was schreiben. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, wenn wir uns das Ganze hier angucken, es sind keine Häusersblinds. Ja? Also es ist schon ein bisschen mehr Abwechslung hier drin. Und das ist es doch, worauf es ankommt. Ja, Häusersblinds setzen kann jeder. Ja, aber wenn es dann so ein bisschen in die Detailausarbeitung geht, ja, da kommt es dann immer drauf an. Schön, dass da auch mal ein bisschen Leben wieder eingehaucht wird in dem Lotus-Simulator. So, na, lass mal so einsteigen hier in der Schellingstraße und dann
Warten wir kurz, ja, und können uns das Ganze hier dementsprechend auch so ein bisschen angucken. Ja, hier hinten haben wir natürlich so ein bisschen Plattenbauten, hier ein bisschen höher gebaut hier. Die Straße hier, wie gesagt, wirkte relativ breit hier an der hinteren Ecke. Ja, also das merkt man dann schon. Und jetzt wird die Straße relativ klein, wie wir es da sehen. Wundervoll. Los geht's. Also er beschreibt das Ganze auch auf der Website vom Lotus Forum, dass man wohl einige Passagen tatsächlich wiedererkennt. Also Münchner unter euch jetzt hier aufgepasst, ja, solltet ihr hier irgendwas sehen, was euch bekannt vorkommt, dann könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare posten. Ja. Würde mich persönlich mal interessieren. Also das wirkt hier sehr, sehr vertraut mit dem Tram München Addon. Ja, es gibt da auch da diese eine Passage, frag mich, ich komme jetzt nicht aus München. Ja, also diese eine Passage, die war auch wirklich sehr eng gewesen. Ja, und so wirkt das Ganze hier auch. Stehender Weg. Deswegen fahren wir hier lieber mal mit 30 lang, ne, falls hier Kinder hier von A nach B rennen oder sowas. Damit wir noch eine Möglichkeit haben, hier irgendwie zu bremsen. So. Hallo? So. Wir wollen links rum. Wundervoll. Was war denn das jetzt? So. Jetzt warten wir mal. Er hat ja auch, also es sind mehrere Linien, glaube ich, geplant, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Hier sehen wir zum Beispiel, dass er das Ganze weggemacht hat, ja, sodass man erst gar nicht da langfahren kann. Da kommen dann auch erstmal die Häuser, da erstmal so mit ein Haus drauf gesetzt, finde ich okay, so für so eine Übergangslösung. Ihr könnt natürlich, falls euch Fehler auffallen oder sowas, ne, gerne in die Kommentare schreiben, falls euch da was, falls ihr was gesehen habt und mir eventuell ja, entgangen ist, ja, dann nutzt da die Kommentarfunktion. Ja, ich hoffe, die Signale funktionieren hier. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? So rund um Lotus gerade aktuell ist ja noch ein bisschen, ja, die Stimmung gerade nicht so gut, was ich ein bisschen sehr schade finde. Ich finde, man sollte zusammenhalten und sich nicht gegenseitig irgendwie belästigen, auf den Sack gehen und alles was. Ja, man soll sein Ding machen und dann ist es ganz gut. Ja, aber jetzt, die Stimmen werden gerade ziemlich unlaut. Man merkt es ja auch, ja, dass halt viele, ja, sich ein bisschen so von dem Lotus-Simulator so zurückziehen. Weil irgendwie die ganzen Sachen, ja, man schiebt das Ganze jetzt ein bisschen auf den Entwickler ab, ja, wo man sagt, so, ja, die haben das und das versprochen und hier und das. Das Problem ist, dadurch, dass das Ganze, ich weiß, ihr könnt das nicht mehr hören, dadurch, dass es das halt nun mal in der Early Access ist, ja, ist es halt, muss man mit solchen Fehlern rechnen. Man darf sich aber als Entwickler auch nicht darauf ausruhen, ja, zu sagen, es ist ja Early Access, wir haben zwar versprochen, aber wir müssen es ja nicht einhalten. Nee, das geht so auch nicht, ne? Deswegen verfolgt man meistens immer so eine Roadmap, so nennt sie sich, ja, also auf Deutsch eine Straßenkarte, ja, wo man dann zum Beispiel bestimmte Punkte sehen kann. Also ich glaube, hier geht es nicht mehr weiter. Bestimmte Punkte abarbeitet, ja, da könnt ihr zum Beispiel auf der Lotus-Seite gehen und könnt sehen, an was die Entwickler zum Beispiel gerade arbeiten. Aber es heißt auch nicht, dass sie jetzt vielleicht nicht dran arbeiten. Es kann ja auch immer wieder zu Komplikationen kommen. Es ist halt normal, es ist halt in der Entwicklung, geht meistens selten irgendwas gleich von Anfang an. Ja, da musst du meistens dann immer irgendwie ein bisschen tricksen, ne? Guck dir da Omsi an, ja, da ist auch nicht gerade alles rumgelaufen. Und ja, von daher muss man das halt so ein bisschen hinnehmen, dass das Ganze halt dementsprechend auch ein bisschen Zeit braucht. Aber wir sind ja in der Hanauer Straße. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Heidenauplatz. Die Straße steht hier gar nicht drin, Hanauer Straße. Doch, da ist er. Habe ich einen falschen Groß? Nee, ne? Schwanseestraße.
Hanauer Straße. Oh, vielleicht waren da ein paar Haltestellen, die ich übersehen habe. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Nee, ja, und auf jeden Fall, da dürft ihr dann dementsprechend halt, ja, kann ich absolut nachvollziehen, dass sich da jeder irgendwie so ein bisschen verarscht fühlt. Von der Seite vom Entwickler, von der Seite von den Consumer, also die, ihr, die das praktisch zum Beispiel gekauft habt, den Entwickler schon vorab mit unterstützt habt damit. Ja. Ich meine, es wird ja im Endeffekt ja nicht teurer. Ja, also ihr verliert ja jetzt dadurch nichts, dass ihr es gekauft habt. Ihr habt den Entwickler damit unterstützt, habt das Projekt damit eventuell gesichert. Eventuell, das muss man immer noch vorsichtig immer noch anmerken. Ja. Und deswegen, also... Schwarzenstraße. Es bringt nichts, wenn wir uns hier gegenseitig alle jetzt so voll blöken, weil im Endeffekt passiert da eh nichts. Weißt? Und ich persönlich finde es halt nur schade, das gerade so mit anzusehen. Und das Problem ist, da stimmt doch irgendwas nicht, Alter. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Jetzt muss ich mal gucken. Schwabing Nord am Haras. Wir machen mal 17.3, mal gucken. So, Linie 017. Route 3. Heidenauplatz. Schelling? Am Haras? Schellingstraße. Also irgendwie ist die Reihenfolge hier falsch. Agnes Bernauer Platz. Am Haras. Endhaltestelle, bitte alle aussteigen. Dieses Fahrzeug fährt weiter als Linie 17 in Richtung Schwabing Nord. Nicht schlecht gesprochen, aber wie gesagt, also irgendwas stimmt hier nicht. Also wir sind Schwabing Nord, sind wir doch gestartet, oder? Ne, die fährt hier nach Schwabing Nord. Wir sind am Haras gestartet. Oh, das war ja, dann ist jetzt meine Schuld. So, warte mal, 017. Route 2. Schwanseestraße. Ups. Ja. Dann habe ich wirklich falsch gemacht. Alles klar. Ja, tut mir leid. Ich nehme alles wieder zurück. Bio ist nur zu doof zu schildern. So, schnell, wir müssen uns beeilen. So, Abfahrt. Ja, also wie gesagt, also Leute, es bringt halt nichts, wenn wir uns untereinander hier alle auf den Sack gehen. Ja, also von daher muss ich wirklich mal einen Stempel aufdrücken. Ich weiß, es bringt auch nichts, wenn bestimmte User halt immer so schreiben, so, es ist halt Early Access oder ja, es ist ja so oder hier und da, ne, weil es halt so ist und dann wird es meistens immer beleidigen, was ich persönlich auch absolut gar nicht ab kann. Also. Arabella-Straße. Also da muss man halt ein bisschen, ja, ne Leute, ich weiß, es nervt halt, wenn halt die Frage 20.000 Mal gestellt wird, aber ihr seid halt dementsprechend auch mit in der Entwicklung mit drinne, ist doch klar. Entweder distanziert ihr euch von solchen Sachen komplett, dass ihr gar keine Antwort mehr rausgibt, oder einfach sachlich argumentieren. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt stimmt's auch. Ja, also so eine Aussage wie, na weil es halt Early Access ist, das ist halt keine Aussage. Early Access kann viel bedeuten. Ich meine, nehmen wir das Ganze mal wirklich hart, ja. DayZ war auch 3 Jahre lang im Early Access, bloß da kam jede Woche ein Update. Ja, da haben die fest dran gehalten, ja. Mittlerweile jedes Spiel Early Access, ja, es gibt kein Spiel mehr, was nicht mehr in Early Access ist, ja. Es gibt halt viele schwarze Schafe unter den Early Access Titeln und ich kann natürlich verstehen, dass die Leute dann dementsprechend Angst haben, 40 Euro in den Sand gesetzt zu haben, ja, weil halt einfach nichts passiert. Ich kann aber auch verstehen, dass dann die Leute dann sagen so 80 Euro, ja, viel zu teuer, ja, was ich persönlich dann mir so denke, so okay, ist natürlich eine Stange Geld, ja, aber man muss ja nicht unbedingt alles kaufen. Man kann ja erstmal nur Bus oder erstmal nur Straßenbahn, ja, aber so im Allgemeinen kauft ihr ja nicht nur die, dieses Modul, ihr kauft ja auch die später entscheidenden Strecken und Busse dazu, ja, also wenn irgendwann mal der Lotus Simulator fertig ist, habt ihr eine vollwertige Route, ja, eine vollwertige Strecke, vollwertige Modelle, ja, die ihr natürlich dann dementsprechend fahren könnt. Und dafür sind 40 Euro meines Erachtens nicht zu teuer. Jetzt im aktuellen Stand
ist es natürlich, ja, wo ich mir so denke, so, okay, da kann ich es absolut nachvollziehen, aber es ist halt, wie ihr schon gehört habt, Early Access. Ja, also, es ist ein schwieriges Pflaster, ich weiß, ich kann es nachvollziehen. Agnes Bernowitz. Was ich halt lustig schön finde, ist halt wirklich dieses Untereinander sich bekriegen. Damit ist keinem geholfen. Damit ist euch nicht geholfen, damit ist den Entwicklern nicht geholfen. Und somit pusht ihr einfach nur diesen Unmut einfach nochmal deutlicher und gibt den Leuten, die sowieso schon von vornherein schon was gegen Lotus haben, ja, haut ihr da gefundenes Fressen raus. Und deswegen also einfach, ja, Füße stillhalten, ja, sich freuen, falls mal was Neues passiert, wenn was Neues kommt, und dann ist es halt gut, ja. Also das ist eine Langzeitinvestition, die ihr jetzt hier mit dem Lotus Simulator jetzt getätigt habt, diese 40 Euro, die ihr da bezahlt habt, oder 80 Euro, weil ihr beides gekauft habt. Ja, das ist eine Langzeit Investition, ja, die wird nicht gleich morgen fertig sein, ja, die wird auch nicht in einem Jahr fertig sein. Das dauert jetzt halt seine Zeit. Und die sollten wir auch dem Entwickler geben, die Zeit, ja, damit das Ganze nachher auch eine richtig schöne, runde Simulation wird. Ich kann es mir als Entwickler vorstellen, ja, wenn ich halt jeden Tag lesen müsste, ja, scheiße, das ist blöd, das ist doof, das ist also voll Quatsch, voll Abzocke hier und her, habe ich doch als Entwickler auch keinen Bock mehr dran, da noch irgendwas zu machen. Ja? Also, naja, wie gesagt, ich verstehe beide Seiten. Nicht, dass es heißt, ja, du hast ja keine Ahnung. Ich verstehe wirklich beide Seiten. Ich kann es auch verstehen, wenn der eine sagt, ja, ich kaufe mir das Busmodul noch nicht, wenn das Rails-Modul noch nicht fertig ist. Absolut nachvollziehbar. Ja, es gibt... Leiden auf Platz. Okay. So, wie gesagt, ich kann es verstehen, ja, also ist nicht so, dass ich jetzt sage, so, ich kann es nicht verstehen, aber wie gesagt, man muss halt wirklich das große Ganze halt immer so ein bisschen in Betracht ziehen, so, achso, die geht noch nicht auf, ne, also von daher kann ich einfach nur sagen, habt euch alle lieb, ja, also, Hashtag NoHomo, ne? Habt euch alle lieb und lasst uns miteinander gut auskommen und dann wird das Ganze schon. Ihr müsst aber, wie gesagt, dem Ganzen halt noch ein bisschen Zeit geben. So, mehr möchte ich dazu nicht sagen, ne? Falls die Frage kommen sollte, wie ich die ganze Situation mit ViewApp jetzt aktuell sehe. Ne? Das bezieht sich jetzt nicht nur auf euch als, ne? Für als Käufer oder sowas oder auch nur an Lotus, sondern es bezieht sich natürlich auch an die ganzen Entwickler, die halt an Addons hier basteln und alles was. Es bringt nichts, wenn wir uns hier alle ans Bein pissen. So, okay. Jetzt gucken wir uns weiter die Karte an und ihr seht schon so ein bisschen, ne? Jetzt funktioniert es auch mit der Ansage. Und ja, was wir hier auf jeden Fall sehen ist, es sind kein, also bis jetzt da hinten, ne? Das ist ein Häuserspleien hier, glaube ich, meiner Meinung nach. Oder sind das auch? Auf jeden Fall nicht so viele wie so auf vielen anderen Karten, ne? Wo du einfach gefühlt eine Straße hast, gefühlt links, rechts, Häuserspleien. Ja, und hast du nicht. Von daher ist eigentlich schon extrem schön gebaut. Jetzt fehlen noch die ganzen Straßenmarkierungen, fahrende Autos, also hier parkende Autos, weil ich denke mal, hier wird es ja voll sein. Straßen sind relativ breit, vielleicht noch ein paar Bushaltestellen oder sowas, damit man hier später auch mit dem Bus fahren kann. Einzige, was ich tatsächlich nicht rausgefunden habe, ist, ob die Straße, ob die Karte multiplayerfähig ist. Schellingstraße. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Also wäre cool, wenn der Dr. Black Error da mal irgendwie mal was zuschreiben könnte. Ja, also es wäre eine coole Sache. Weil, ganz ehrlich, Koblenz, ja, die ist so unfertig, die Karte. Das macht auch keinen Spaß, denn da irgendwie im Multiplayer zu fahren. Bin ich ganz ehrlich, ja, also.
Da zum Beispiel könnte man einfach so ein, irgendwie gerade nichts hat, was man da hinbauen könnte, einfach so ein Häuserspein hinsetzen. Aber so einfach, ich mag es halt nicht, wenn du fährst und du guckst halt wie da hinten zum Beispiel einfach so in so eine Leere rein. Das geht gar nicht. Leute, das war's. Angekommen am Ziel. Also, Fazit, ich finde die Karte klasse. Also, es ist mal schön zu sehen, dass hier noch Leute dran werkeln, die auch Spaß haben dran, ja, die hier wirklich was machen. Klar, die ganzen Oberleitungen fehlen noch. Straßenlaternen habe ich jetzt hier teilweise auch kaum gesehen. Ampeln, Signale und so weiter und so fort. Das ist jetzt der ganze Kleinkram, der jetzt noch kommt. Und da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Aber auf jeden Fall sind das so diese kleinen Sachen, die jetzt dementsprechend noch fehlen, aber die das Ganze dementsprechend nochmal deutlich aufwerten sollten. Ja, und ich finde es halt schön zu sehen, dass es halt wirklich noch Karten gibt, die hier wirklich noch mal einfach so ein bisschen was wieder gut machen, was so in der letzten Zeit so ein bisschen schief gegangen ist. Ja, und klar, hier waren auch ein paar leere Flächen drin. Ja, wenn wir hier so ein bisschen so durch die Häuser gucken, ne, sieht man das Ganze, hast du hier ein bisschen, aber das geht in Ordnung. Sonst grobe Fehler habe ich jetzt gar nicht gesehen. Auch hier diese Terrainfehler habe ich jetzt kaum gesehen. Ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles durch hier waren Terrainfehler drinne, hier genau. Ja, also das ist mir als einzige Stelle wirklich aufgefallen, dass hier was drinne ist. Aber er lässt sich hier auch wirklich viel Platz, wo man hier noch langfahren könnte. Zum Beispiel hier könnte man tatsächlich schon langfahren. Hier, das ist auch geil, das ist mir letztes Mal schon aufgefallen, ja, wo ich mal so über die Karte gegangen bin. Und hier natürlich, hier, ne? Hier sieht man dann natürlich auch, hier geht ordentlich was schief, so was das Terrain angeht hier. Man weiß aber auch nicht, warum das so ist. Irgendwas schneidet hier ganz fies das Terrain. Aber man kann hier aktuell noch gar nicht langfahren. Also das ist zum Beispiel für den nächsten Part hier zum Beispiel, hat man sich dementsprechend offen gelassen, denn hier haben wir nämlich, seht ihr, das Stoppschild hier, sodass wir gar nicht da langfahren können. Freue ich mich auf jeden Fall, wie es hier weitergeht. Also Dr. Black Error hat hier wirklich eine schöne Arbeit geleistet, also das muss man mal wirklich lassen, freue ich mich. Wie gesagt, hier haben wir mal so ein Häusersplein, wir können auch mal ein bisschen so von oben gucken. Ne? Hier ist nichts, keine Häusersplines, nichts mit Häusersplines. Das ist doch, weißt du, das ist doch mal schön zu sehen, dass es nicht nur immer Häusersplans sind, sondern wirklich hier Objekte sind, die hier wirklich gesetzt wurden, ja, also einzeln. Hier ist, wie gesagt, ein Häusersplan, aber das ist vollkommen in Ordnung da. Ah ja, klar, hier ist auch Häusersplan, ne. Aber ich muss sagen, ich finde es mittlerweile echt furchtbar. Also ich würde diese Häuser immer so nach hinten setzen oder sowas, ne, damit man es, aber hier muss man sagen, ja, nichts groß davon mitbekommen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Karte. Lohnt sich auf jeden Fall mal hier reinzuschauen. Ja, also wie gesagt, größere Fehler sind mir jetzt nicht aufgefallen. Schön ist also auch nochmal einen dicken Pluspunkt dafür, dass er die Ansagen selbst eingesprochen hat. Finde ich sehr, sehr löblich. Ja, sonst hast du ja meistens halt immer nur eine Route und da hast du aber keinen Sprecher gefunden oder sowas. Also das finde ich sehr, sehr toll. Also da wirklich auch einen Daumen nach oben für. Und schön gebaut, mit viel Liebe zum Detail gebaut. Ich bin mal gespannt, wie jetzt so diese Feingestaltung jetzt aussieht. Ja, ich denke mal, das Ding hinten, das werden wir nächstes Mal mit dem Bus fahren. Fahren wir einfach mit dem Bus hier so lang. Die Dinger sind ja nur auf der Straßenbahnschiene platziert, da können wir auch mal mit dem Bus langfahren. Ja, Leute, ich verabschiede mich hier, hoffe, euch hat die Folge gefallen und wenn ja, dann lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Wie findet ihr die Karte? Ist sie oder hat sie Potenzial oder sagt ihr so, ne, geht gar nicht. Ja, denn wie gesagt, schreibt es unten rein, sollten euch Fehler aufgefallen sein, nutzt die Kommentarfunktion, dafür ist sie da und Entschuldigung, dass ich das Video ein bisschen kaputt geredet habe, von wegen diese etwas gerade angespannte Stimmung hier im Lotus, aber das musste auch mal ein bisschen mal jetzt gesprochen sein und wenn es mal wieder was zu Lotus zu zeigen gibt, dann musste ich da gleich die Chance so ein bisschen ergreifen. Also, ja, also nutzt da jetzt so ein bisschen so, ne, könnt ihr auch da auch mal was drunter schreiben. Wir alle haben uns lieb, denkt immer dran. So, ich verabschiede mich, bedanke mich, sage tschüss und bis zum nächsten Mal.